Der hat das Stichwort gegeben, Bibel. Die Reformatoren haben eben auch die Bibel besonders betont, die Lektüre, die Übersetzung von Martin Luther ins Deutsche. Martin Luther hat ja selber gesagt, dass rund um die Bibel so viele Bücher geschrieben wurden, dass die Bibel dann aber gar nicht mehr zum Zug kommt. Er sagt, so wird die Bibel in einer Masse von Literatur über die Bibel begraben. Ist das eine radikale Aussage oder könnt ihr euch mit dieser Aussage identifizieren? Ich glaube, die Aussage stimmt gäng. Also wir sind gäng in Versuchung, über die Bibel zu reden, statt die Bibel selber zu lesen. Und Bibel lesen heisst ja auch, ähnlich wie per Person, die man vis-à-vis behaltet, dass wir es nicht fassen können. Es bleibt ein vis-à-vis. Die Geschichten von Gott, wie sie in der Bibel stehen, sind unser vis-à-vis. Und wir können biblische Theologie machen, wir können Dogmatik daraus ableiten, aber es ist immer eine Ableitung. Das Ursprüngliche sind die Geschichten. Und darum ist es so wichtig, die Bibel als vis-à-vis frei zu behalten und immer wieder zu befreien. Auch da haben die Reformatoren, glaube ich, recht gehabt. Das ist aber nicht eine konfessionelle Angelegenheit. Wir sind ja heute noch in Gefahr, unsere eigenen Ansichten über die biblischen Geschichten zu stülpen und dann zu sagen, wie man die biblische Geschichte lesen soll. Nämlich so, wie es unseren Ansichten entspricht. Und das geht wieder ausgraben und freihalten und zu sagen, nein, die Geschichten sind unverfügbar. Und auch die Person Jesus Christus ist eben unverfügbar. Das ist eine Kunst und das müssen wir gerne neu machen. Das ist gut reformiert. Wir lesen die Bibel und meinen, wir können quasi ein Objekt lesen, das man dann aufnehmen kann. Aber es ist umgekehrt. Das, was in der Bibel steht, ist das Wissen, wie man uns liest. Das Buch hat verinnerlicht, wie die Menschen sind. Und darum kann man so viel gewinnen, wenn man hier geht, den Schatz haben, mit ganz vielen Erfahrungen über das eigene Leben. Ich kann es nur noch mal sagen, nicht nur über das Leben, auch über das Sterben, über die Perspektive, über den Tod aus. Das Buch hat uns schon gelesen, bevor wir es lesen. Gerade wenn man die Worte von Jesus ernst nimmt, kann man gar nicht anders. Man darf eben zum Beispiel ein Jesus-Gleichnis nicht verwässern. Es muss ungefiltert auch zu den Leuten kommen. Es muss man der ganze Skandal von diesen Aussagen muss verkanzeln, erfahrbar sein. Die Kunst des Predigers ist, dass es nachher nicht dort stehen bleibt. Ein Prediger muss eine Brücke bilden zwischen dem Text und der Lebenswirklichkeit der Leute heute. Aber es muss eben ein bisschen wehtun, es muss ein bisschen beissen, was hier gesagt wird. Immerhin sind das Texte von dem, was sein Leben und sein eigenen Tod in Dienst von einer Sache gestellt. Also wir reden hier nicht von harmlosen Texten. Ich glaube, die Bibel frei zu lassen von meinen eigenen Erklärungen, das ist schon ein Teil von dem, was die Reformatoren eben auch gesagt haben. Das ist ein vis-à-vis, die Bibel, ein starkes vis-à-vis. Es steckt Weisheit drin, die viel grösser ist, als sie würden können arbeiten. Und den Unterschied sollte man nicht verwässern. Und was bringt es, ist eure Frage. Es bringt eine Sicht, die ihr sonst nie überkommt. Ihr bekommt in diesem Buch etwas über euer Leben gesagt. Ich habe es schon gesagt, die Bibel hat euch schon gelesen, bevor ihr es leset. Und diese Sicht ist so wertvoll, dass ich es jedem empfehlen kann, das zu machen.